Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar leveln wir heute mein Nuklear-Eisenzwerg wieder ein bisschen weiter. Wollen wieder ein bisschen, ja, hier ein paar Dungeons basteln und mittlerweile auf Stufe 73 haben wir wieder eine volle Gruppe aus dem Stream zusammen und ja, mal gucken, wie schnell wir jetzt durchkommen, denn man merkt schon, die fast, ja, 40% sind es jetzt in dem Level-Bracket, was wir haben, an weniger EP, die man für einen Levelaufstieg braucht, ist schon extrem. Also man merkt schon ganz gut, bis jetzt haben wir jetzt ein paar Inis gelaufen, hier Burning Crusade und ja, vor allem Bollwerk kommst du halt verdammt gut durch. Schauen wir mal, ich habe jetzt in einer kurzen Downtime hier auch ein paar Quests gemacht, die kann ich nachher auch noch abgeben. Man merkt, man kriegt über den War-Mode auch nochmal mehr EP, dann zumindest außerhalb von Instanzen, ne? Also das ist halt ganz gut. Ideal wäre es, wenn es in den Instanzen auch gehen würde, dann wird Allianz halt nochmal ein Stück besser durchkommen. Weil du kriegst jetzt quasi nicht mehr nur die 10% über den War-Mode, sondern umso weiter deine Fraktion ja, unterlegen ist quasi im War-Mode. Und Allianz ist immer unterlegen im War-Mode, kriegst du halt immer nur mehr und geht halt bis zu 30% hoch. Und das ist halt schon viel, ja, definitiv. Das ist auch voll gar nicht so hoch. Nee, also, naja, theoretisch könnte es auf Horde auch so hoch sein, aber es kriegt... Es läuft im Endeffekt so, jeder kriegt 10% und wenn deine Fraktion unterlegen ist, kriegst du halt eine höhere Belohnung als Anreiz, dass du eher den Warmod anmachst. Ja? Und da die Allianz merkt, also wenn ihr beide Fraktionen spielt und ich tue das, merkst du halt, auf der Hordenseite hat jeder den Warmod an. Wenn du in irgendeine Gruppe gehst, ist halt jeder den Warmod an. Ja, was einfach keinen Grund geht, ihn auszuschalten, weil du eh keine Gegner hast. Und bei der Allianz ist es genau andersrum, da hat halt jeder den Warmord aus, ne? Und ist es auch so bei mir, ich habe mit meinen Hordenchars habe ich den Warmord tendenziell an und mit den Allianzchars habe ich ihn aus. Alter Schalter. Ich muss jetzt mal meine Standarte noch stellen hier. Wir haben jetzt wirklich alles. Wie haben wir denn die jetzt alle zusammengekriegt? Das wird jetzt auch lustig. CDs sind an. Fast wieder down. Bin schon am heiligen Blitz. Jetzt da war gerade noch in letzter Sekunde hier die Standarte reingehauen für mehr EP. Notfalls auch nur Hand auflegen. Ja, der Apoy hat eben halbes Mana gegessen. Ne? Ich habe ja selber Hand auflegen. Das Problem ist, wenn einer von euch mir Hand auflegen oder Dings gibt, die Bob, dann gibt's. Die Makro, oder? Über der Bob kriegst du die Agro, aber dann habe ich einen Debuff drauf, ne? Aber Hand auflegen ist immer gut. Bob kann in manchen Situationen auch schlecht sein, vor allem weil dann halt andere umgeklieft werden, ne? Ich verstehe mit dem Parler. Das ist immer so eine Sache. Ach, kriegt man bei Horde gar nicht 30%. Du kannst auch 30% kriegen, aber die Horde ist halt nie die unterlegene Fraktion im War-Mode, ne? Ja. Deswegen. Also wenn jetzt das Gleichgewicht, zum Beispiel es sind gleich viele Allianzler wie Hordler im Warmode-Gebiet unterwegs, dann ja, ist es halt ausgeglichen. Ich glaube, dann müssten beide nur 10% kriegen oder beide vielleicht 15% oder irgendwie, wie das genau gestaffelt ist. Ne? Aber wenn jetzt nur 10% Allis und 90% Hordler sind, dann kriegen die halt die Horde 10%, die Allis 30%. Ne? Wo da genau die Knackpunkte sind oder die Switchpunkte, weiß ich nicht. Aber eigentlich hast du, egal, wenn du den Warmode anmachst, als Allianzler eigentlich immer 30%. Ne? Vielleicht, wenn jetzt mehr dadurch geködert werden, wird sich vielleicht wieder mehr ausgleichen. Eigentlich vom Blizzard eine sinnvolle Mechanik. Warte, ich guck mal, ob das Ding da, das Vieh bringt das Essen. Welches Vieh? Und der kann sich nicht den blöde Blüte Hibiskus wieder sammeln. Ja, aber das droppt zum Glück auch für den Mobs, ne? Am Anfang streiten sich immer alle durch drüber und am Ende hast du... Oh, ich hab den Timer gar nicht angemacht, machen wir das jetzt mal noch. Ende denkst du danach, freue ich nicht. Also ich habe auch keine Pflanze eingesammelt und habe schon 3 Stück von den Mobs. Ich habe auch schon 3. Das geht eigentlich. Und vom Boss kriegt man ja auch immer noch eine. Musst du schnell sein, weißt du, immer wenn du was einsammeln musst, dann sind immer alle. Was macht denn, was machst du denn da? Hier, willst du mal mitkämpfen? Läuft der hinten rum, ne? Ja. Nee, hast du gesehen hier? Vor allem hat er nicht mal wirklich geguckt. Läuft der hinter? Bleibt er stehen? Guckt so? Läuft hier vorne? Ja, läuft ich muss gucken, ob da eine Blüte ist. Du bist einer hier. Willst du, was der spawnt? Aber du hast doch die auch schon alle. Du hast doch die Quest nicht mehr, oder? Nee, bist du. Er ist doch halt schon einer.
das Neues. Na fuck, der ist jetzt hier. Ja, wir müssen dieses Pilzding weghauen. Er heilt sich jetzt dadurch. Und er kann ihn halt nicht wegziehen, weil er. Ja, jetzt hat er sich ja halt komplett hochgeheilt. Weil er halt sich selber diese Wurzelkacke gibt. Ich hab Handler auflegen gemacht. Geht weg von den Pilzen. 25 Leber. Mein Gott, das haben wir noch nie gesehen, dass das hier. Danke, jetzt hat's geklappt. Jetzt bin ich Level 70. Ja, wunderbar. Hat sich da einmal komplett wieder hochgebastelt, der Boss. Macht das sicher gleich noch. Irgendwie gehen die Pilze nicht weg. Ich muss ja halt killen, die haben mal nicht so viel Life. 20k. Ich kann einfach den, oh gut, ich kann auch den Boss, solange er jetzt nicht diese Wurzeln hat, kann ich ihn auch wegziehen. Geht einfach auf den Boss. Aber der hat sich eingewurzelt, dass du nicht ziehen konntest. Ja, hat sogar noch eins gedroppt. Da hast du sogar recht, ja, droppt hier sogar. Ja, ja, warte, ich muss Mana holen. Ja, dann schenke ich mir kurz was zu trinken ein, während du dein Mana am Raggen bist. Weil ich jetzt nur noch diese 2 Liter Flaschen habe, muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Nur mit dem Einschenken. Ja, weil in diesem... Knicken damit. Ja, das auch, ja. Das Problem ist, in dem Supermarkt hatten die nur noch diese 2 Liter Dinger und keine Kästen mehr. Normalerweise kaufe ich mir immer so einen Kasten, ne? Und dann waren da aber nur noch Kästen, Cherry Cola war da noch und irgendwas Neues hier, Cola ohne Zucker und ohne Koffein. Aber wer kauft sich denn eine Cola ohne Zucker und Koffein? Dann weiß ich nicht, dann kann ich keine Cola mehr. Dann brauche ich mir gleich gar keine Cola kaufen, ne? Und halt nur noch solche Kästen. Ja, ich muss ja. Mana. Also, da haben wir dann gedacht, okay. Ja, jetzt so weg einfach, ich mach nur einen Mob. Mittlerweile kann man ja keinen Mana mehr retten, wenn man Infight geht. Ja, das Heiler machst du so. Du, sobald der Kampf endet, sofort hinsetzen, man kann Mobs pullen, kämpfen und der Heiler kann so recken. Ja, ja, das geht nur. Du wirst vorhin erzählen, dass es wohl nicht mehr geht, das wurde rausgepatcht. Käse, ja. Sowieso soll ich das rauspatchen, das macht keinen Sinn. Du, wenn du das glauben würdest, was Leute erzählen, was dir rausgepatcht wird. Mir wollte schon mal einer erzählen, dass eine Klasse rausgepatcht wurde, ne? So eine Scheiße, also, keine Ahnung. Dem, wo ich gerade spiele. Einfach, mit einem ist es rausgepatcht, kannst du nicht mehr spielen, ja? Ist raus. Ich glaube, dass Allianz rausgepatcht wird. Ja, genau, hier gibt nur noch Horde. Wieso sollte man eine Story komplett. Ja, die sind Leute glaubt. Ja, was soll mit den Allianz-Charts passieren? Alle gelöscht? Alles weg. Es soll ja jetzt so einen Trank geben, aber dass du. Story wird ja weggehen. Dass du mit einer anderen Fraktion reden kannst, ne? Irgendwie hab ich da so am Rande mitgekriegt. Nee, das kommt, glaube ich, erst mit dem neuen Raid, weil da wirst du ja auch zum Teil einfach auf die andere Fraktion für 3 Bosse rübergesetzt. Ja, mal gucken, wie das dann genau gebastelt wird. Also. Aber vielleicht dann nur im Say, kann ich mir vorstellen. Kann man die Leute direkt flamen, muss ich umloggen dafür. Ja. macht BGs bestimmt besser, sowas. Da wird's richtig lustig. Was ist jetzt mit dem einen Mob hier? Komm, wirst du mal herkommen hier noch? Vor allem am besten noch sauteuer, dass man dann auch noch weiß, wer einen flammt, das hat sich gelohnt. Aber richtig. Ey, danke dir fürs Abonnieren. Mal schauen. Mal schauen, wie das wird. Ich sehe halt den Sinn drin nicht, aber vielleicht mit dem Raid dann. Das dann eben. Ja, gut, es ist schon ein bisschen unlogisch. Du hast so Cinematics und alles Mögliche, ne? Wo die Hordenanführer mit den Allianzanführern, alle sprechen mit jedem, ne? Du hast irgendwelche Ork-NPCs als Allianzler, mit denen du auch quatschen kannst und irgendwelche Trolle und alles Mögliche, ne? In Dalaran, sprechen auch jeder mit jedem, ne? Aber die komischen Helden können nicht miteinander reden. Also irgendwo so ganz sinnig ist es nicht, ja. Die können wir eigentlich skippen, wenn wir schnell sind. Ja, aber. Ja, gut, man merkt, dass dieses Wasser hier nichts bringt. Warum hast du das falsche Wasser gekauft? Nee, da gab's ja halt nur eins. Ja, deswegen ist der Levelbereich einfach. Also. Muss halt das vom Level das höchste, was du trinken kannst, weil das bringt halt am schnellsten das meiste Mana, ne? Am besten einfach irgendeinen Magier fragen, der kurz in die Gruppe kommt und die trinkt. Oder die muss in SW einfach mal hausieren gehen und einen Magier. Ist ein Magier, der mir mehr schnell. Dir das dann, das passt schon. Ist skaliert das Magierwasser oder gibt es da noch so ganz viele verschiedene? Nee, das ist ja prozentual. Ah, das Prozent. Ah, okay, das ist gut. Egal welches du hast, das ist prozentual. Ne? Na, das ist gut, okay. Noch immer auf 100% dann. Gibt es dann noch mehrere Essen? Weil früher gab es da immer für jede paar Level. Aber irgendwie bringt alles eher das gleiche. Okay, ja, gut, dann. Ist bloß dann
8 Schnellleistungsslots und ich verloren. Dann heil jetzt einfach mal nicht, wir machen einfach nur ein paar kleine Mobs und passiv recken, hau einfach ein bisschen mit drauf. Ich kann mich auch ein bisschen selber heilen. Ich kann auch noch heilen. Ich kann nur Damage. Einfach ein bisschen so. Ich kann ja alles hier mit der Heilung auch. So viel Schaden kriegst du da eigentlich auch nicht. Oh, Ehrenstufe abgestiegen, nice. Dann kommt der Boss. Das ist nicht so gut, der Endboss. Ach, aber kannst du das jetzt schon kaufen oder ist das erst im Patch dann? Genau, das habe ich nämlich auch gehört, dass es im Dalaran sein soll in der Kanalisation. Oder hast du es ja ein bisschen genauer schon geschrieben? Genau, aber ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt schon drin ist oder ob das erst mit dem Patch kommt. Ein Gürtel. Mit zwei Sockeln. Mann, die sollten halt diesen Sockel-Gem da schon im Low-Level zulassen. Das finde ich ja total blöd, dass du den dann erst im hohen Level reinmachen kannst. Oh. Sockel-Bonus plus 2 PvP-AP-Attack. Oh, oh, oh. Da geht was. Da geht's los. Das gibt's gar nicht mehr. Da wird im Low-Level-RBG gepusht. Das Set haben sie komplett rausgenommen. Na, das ist komisch. Also nicht Heiler, so mal Willensstärke oder so. Einfach im Wasserspringen oder was? Ja, das ist auch schon eine Weile raus mit Willenskraft, das gibt's nicht mehr. Ich bin früher mal sehr gerne auf Willenskraft gegangen. Da gab's immer so so Caps quasi, wo du gesagt hast, jetzt gehst du auf Willenskraft, dann gehst du eher auf andere Tertiär-Stats und so. Ich bin immer mit meinen Heilern auf voll Willenskraft gegangen und hab dann einfach so viel Willenskraft gehabt, dass ich einfach die teuersten Spells einfach durchspammen konnte. Das fand ich eigentlich immer so die beste Heilmethode. Ich habe das Gefühl, dass ich falsch gelaufen bin. Ja, du bist so, Moment. Ich hab gerade ein bisschen was zusammengepult, ne? Also genau gegenüber. Heilung. Ja, nee. Ich spamme die ganze Zeit durch. Okay. Oben, ja, nee, passt. Aber ist ja bloß ein DD. Ich war jetzt gerade perplex. Nee. Los, DD. Los. Ich bin da. Ich muss ja gerade auch mit meinem Blut, also mit meinen 120er Main hier durch, um die Traditionsrüstung zu bekommen, weil mir Ruf fehlt. Gibt's ja schon, oder wie ihr das? Ja, für Blutelfen und Zwerge. Ah, das muss ich jetzt die Tage auch nochmal spielen. Lass mich nicht ab. Dauert es lang, diese Traditionsausrüstung, diese Quest zu spielen, oder geht das? Nö, das soll wohl nur eine halbe Stunde dauern. Schaut so gut aus. Das war nicht so lang. Muss man da auf 120 sein, oder geht das auch schon mit 110? Nee, du musst 120 sein und ehrfürchtig bei deinem Zuhause sein. Da durch den Disc geht's durch. Ah, ich hab keinen Mana. Jetzt habe ich den richtigen Weg. Ja, der hat einen richtigen Weg. Bist du immer noch nicht? Was machst du denn da hinten? Ja, ich bin hochgelaufen und dann nochmal runter. Einfach immer an den Leuten dranbleiben, einfach nachlaufen. So kompliziert ist das hier eigentlich nicht. Da gibt's andere Innis. Eigentlich. Wir sind gesprungen, waren wir alle weg. Ja, so ungefähr. Wissen wir schon leider. Bin da bloß dahinter gegangen, hab den Typen angequatscht, weil du das für die Quest brauchst, ne? Du brauchst jetzt zwei so Quest-Typen. Ich brauch noch eine, so eine Kackblume irgendwie. Ich auch. Hey, hier sind noch ewig viele, schon mal da hinten beim Boss ist auch noch einer. Da kommen jetzt schon noch ein paar, die du looten kannst. Ich brauch keine also mehr, ich hab alle. Ja, schon mal ein Blümchen da noch. Da hinten ist auch immer noch eins. Was meinst du? Hat die hier schon drin, oder? Nö, hier war ich auch noch nicht drin. Okay. Blöde Dinge immer. Nee, die Falle kriegt jeder. Du brauchst nur auf den Typen gehen, nicht auf den Bären. Der Bär wird dann eh freundlich. Haut ganz schön rein hier, das Zeug. Also der. Mach mal Lichtblitz. Oder nicht? Ja, wir sind wieder in der Dings hier in der Falle. Ich kann mich noch selber heilen. Einfach nur ihn umboxen. Was? Der wird doch freundlich. Oder musst du den auch runterklopfen, bis der freundlich wird?
Scheint so zu sein. Was soll denn der Shit? Ja gut, okay. What the fuck is... Falsche Information. Schau doch jetzt hier. Ja, man muss ihn kurz. Muss ihn aber weit genug runterklopfen, okay? Ich dachte, man kann das vielleicht irgendwo, ne? Ich heile wieder passiv. Also, was ist die komischen Blumen? Da kommt noch eine da hinten. Ja, hier kommen noch eigentlich viele. Beim Boss, beim Endboss hast du auch noch welche. Schau, da am Rand ist noch eine. Und dann beim Endboss sind, glaube ich, auch noch ein, zwei in dem Raum. Also, da hast du auf jeden Fall noch genug. Da die roten, okay. Ja, und sonst, wenn dir dann noch welche fehlen, unten in dem großen Raum, wo wir die Mobs schon weggemacht haben, da waren auch noch ein paar geflackt. Ich hab jetzt fertig. Dann müssten alle haben, oder? Ja. Okay, ja. Die Mobs droppen hier meistens auch noch was, also eigentlich... Ja, ich habe eh nur alle durch die Mobs bekommen, ich habe keine eingesammelt. Ja, eigentlich brauchst du... Also eigentlich kriegen alle Leute hier aus der Inni genug, dass du die Quest abschließen kannst. Nicht so wie die diese einen... Höhle, die wo so unnötig lang dauert. Naja, Höhle ist wie immer einer oder zwei ohne den Dingern ausgehen. 80k Leben, chill mal ein bisschen, Boss. Na, ja, guck, hier sind noch Blumen. Haben die da einen Heiler im BG? Wir sind 2 zu. Warte, ich zeige euch das mal. Wir sind 2 Flaggen vorne und die haben hier bloß noch den Heal hier, ne? Nur noch den einen Rock hier und dann haben wir die BG gewonnen, aber wir machen jetzt die Inni weiter. Ein bisschen Multi-Dings unterwegs. Ah, jetzt bin ich tot, okay. Ja, dann kriegen wir nicht mehr tot den Rock. Mann, kann er nicht einfach aufgeben. Ja, einen Heiler haben wir nicht tot gekriegt hier. Und den Flag Carry. Ein Versuch war es wert. Schlägt nice. Immer nur mich weg. Level up, jetzt können wir Quests abgeben gehen. Hier runter. Ich hab den noch gelootet, oder? Weil hier gibt's ziemlich viele Quests, also da lohnt sich das. Ah ne, das sind nicht alles die, das sind die einen, die ich... 4 Quests sind's, ne? Ach, das ist praktisch. 1, 2... Ja, 4. Ja, dann kriegst du mal 17.000 EP. Ja, das nimmt man schon mit. Gut. Man kann hier immer noch mehr Bluthibiskus abgeben, aber das, ja. Das rentiert sich eigentlich nicht. Ich glaube, du kriegst keine EP mehr, du kriegst dann, glaube ich, nur ein bisschen Ruf. Einfach in Instanz. Na, wunderbar. Okay. Wenn ich einen Gegner töte, bekomme ich 120 Mana. Ach, ich könnte vielleicht auch mal einen Segen geben, so Weisheit. Von meiner Regeneration. Warte mal, ja, den hast nur du, oder? Aus, ich hab diese Segen noch nicht. Ich hätte das ja 2% Mana bei jedem Gegner. Okay. Ja, kannst du mal gehen. Nee, das Trinket tut alles raus, das ist viel zu OP. Oh, stimmt, ein Tank könnte ich auch mal. Eine Kämmer. Ja! 1000 Kapsel. Nie wieder oben. Du bist ja einer. Hier. Jede Quest 31.000, was ist das? Echt? Alter, okay. Quest gibt 32.000. Ja, irgendwie ist das mit den Quests teilweise komisch. Weißt du was, ich glaube, dass die irgendwie so overall einen Pool haben an EP, was die Quests in einem Dungeon bringen. Wenn du wenig hast, bringen einfach eine mehr und wenn du viele hast, bringen die einfach weniger. Das, also ja, zumindest, weil die eine, in der anderen Indie haben wir jetzt 4 Quests gehabt und jeder hat 17.000, glaube ich, gebracht, ne? Mhm. Ja, ich krieg ja immer weniger wegen dem Level. Ich krieg 35.000, ja. Was komisch war beim Level, weil wenn du bloß das Startgebiet, da gibt dir jede Quest 30.000. Wenn du rauskommst, bloß 17.000 oder so. Ja, komisch. 17 mal 4 sind 68 und 35 ja, mal 2 auch noch mal runter. Ne, sind halt auch 70, ne? Dann kriegst du 70k pro Inni. Das kommt, glaube ich, schon ganz gut hin, ne? Soll mal Risas grüßen, ja? Vom Lukas soll ich dich mal grüßen. Relativ lang, oder? Ja, die ist ein bisschen nervig, muss ich sagen, ich meine, die Inni. Die habe ich nur Zeitwanderungsdungeon schon mal gesehen. Wofür sind eigentlich da der Natural Biss und die Hater Grün Daumen? Die finde ich hier nie. Ich zeige euch gleich, wo die sind. Weil der eine ist ja vom Endboss. Ja, und der andere ist in der Treppe hoch. Mein. Ja, das sieht man ja schon. Ich spiel hier mit blutigen Anfängern zusammen, ich merke das schon. Ich war hier noch nie auf so Zeitwanderungsding. Ich hab's auch verroisch abgefarmt. Nee. Ich spiele das Ding erst seit 6 Jahren, ich kenn. Erste? Ich spiel's auch erst seit 5 Monaten. Was ist das hier?
Alles im neuen Patch. Eieieiei. Man hat's nicht leicht mit euch, ne? Was ist denn jetzt los? Immer diese Randoms. Ja, immer diese Randoms. Ziehen wir den Mist einfach mit. Jetzt haben wir auch Siegel drauf. Ich glaub, das Twinket carried alles raus. Ich bin immer noch bei 94% Mana. Und du hast auch ein Siegel jetzt drauf, oder? Hilft es ja auch noch später. Ja, du hast auch gar nicht Siegel drauf. Was? Alle paar Sekunden. Ja, wir reden ja von jetzt. Die neuen Azeroth Trinkets bringen ja auch immer nur 120 Mana zurück. Das ist halt ein Witz. Ja, und das zählt, wenn ihr die umbringt. Also braucht echt okay, da kriegst du auch. Ja. Ah, also wenn wir schnell hier immer Mobs killen. Ja, das ist cool, da musst du. Dann krieg ich 120 Mana pro Mob. Ja, aber diese 2% glaube ich lohnt sich da mehr, oder? Weiß nicht, sind es die 120? Das könnte sogar hinkommen. Weil das neue Turnkit bringt ja 2% pro Mob und vielleicht kannst du es sogar doppelt anziehen, weil das ist nicht einzigartig. Bin hier im Rahmen, also ne, wir hätten ja auch alles skippen können, aber jetzt mal die hier zumindest. Da haben wir einen Boss. Wie schnell seid ihr? Wenn ihr Totems seht, was machst du denn immer? Der Hexer verläuft sich wieder, wir müssen zurück. Einfach immer hier nachlaufen. Ich gar nicht, ich bin gleich da, aber... Nee, der spielt doch seit 6 Jahren, da kennt ihr ihn nicht. Der kennt ihn nicht, wo geht also, der? Bist du schon so ein Pappenheimer? Es ist dass ich wesentlich langsamer bin als ihr mit eurem Palaster. Ja, das merke ich auch. Ja, der wäre ja gerade ein Hexer, der hat halt echt kein Movement. Ich hab halt dann auch noch das Ding, wo du mal schnell läuft. Alle haben was außer Dex. Ja, du bist. Doch, du hast doch diese brennenden Sohlen da. Auch nicht. Hast du das noch nicht? Ja. Oder? Hab ich die vielleicht? Das kannst du skillen. Ich muss das, glaube ich, skillen können. Hm. Wahrscheinlich genau mit dem nächsten Level up. Meine ich zumindest, dass du das skillen kannst. Warte mal, kann ich dich jetzt hier angucken und das schauen? Ja, doch, hier Bewegungs- Talente. 50, aber fügt euch alle eine Sekunde Schaden zu. Ja, genau. Aber okay. Aber gell, der ganze Schaden, den Paladin macht, ist heilig schade. Gell? Aber du kannst dich nicht damit töten. Also das ist dann... Es bricht dann automatisch ab. Das haben die schon so gemacht, dass du dich nicht selber killen kannst. Schade. Naja. Und am Ende dann sterben dafür. Kurz bevor man dann da ist. Da geht er down. Toll. Mit 78 bekommst du als Paladin, das einfach 12,8% mehr Schade machst. Cool. Ja, bei meinem Wicht auch, also Dämonen. Hä? Das gibt ja gar keinen Sinn. Erhöht die Heilung um 12%, ja. Ja, bei mir Heiligschaden. Das ist bei jeder 12%. Klasse bloß prozentual mehr. Ja, was ist das denn? Was gibt es für einen Sinn? Das sind die Skills ausgegangen, dann haben sie lieber so ausgenommen. Ja, ja oder das Scaling stimmt halt auf dem Level gerade nicht mehr, ne? Und dann. Halt ja, da ab 78 geht's dann ab. Ja, aber ab 80 gibt's ja schon gar keine Skills mehr. Ich wollte meine, jetzt habe ich meine Standards wieder vergessen, ne, hier drin. Ach, hier kannst du setzen und kriegst was wahrscheinlich überall ab. Ne, hier oben geht's sogar nicht, das habe ich letztes Mal ausprobiert. Die kriegst du unten schon nicht mehr ab. Naja, sehe ich ja in meinen Buff. Jetzt noch, aber sobald wir unten sind bei den Mobs dann nicht mehr. Ja, das sind halt 100 Meter. Hier, die müssen wir auch killen, weil wir müssen jetzt da hoch einmal. Ja, jetzt kriegen wir es nicht mehr. Ich stell dann hinten nochmal eine. Was der da oben ist? Ja, der ist da oben. Ich hab mich gefragt, wo der Panel liegt. Dafür gibt's die Treppe. Ja. Das ist nicht die Treppe, wurde einfach so dekomäßig eigentlich. Hier hinten brauchst du auch mal irgendwo einen für die Quest aus. Für den Raid-Quest hier. Für Waschi-Laden da. SSC, dann musst du so mal so einen Typen anquatschen, ne? In irgendeinem von den Käfig ist jetzt ja so ein Nager drin. Da glaubst du sogar der. Ich stell jetzt mal hier noch eine auf, die müsste ja. Ah ne, ich hab gar keine ready. Oh, das war jetzt wasted. Oh. Das war jetzt auf. Ja, nein, ich wurde gefeiert. Genau in dem Moment, wo ich meine CDs ziehen wollte. Kriegt ihr das? Gib mir einen Soulstone, gib mir einen Soulstone. Retz mich. Schnell. Warte, ich geb dir das. Hilfe, ich geb dir den. Oh. Okay, ja, warte. Das kriegen wir vielleicht noch. Bist du da? Ja. Doch, kriegen wir. Bubble. Wohl viert. Alter, ist das diese Nager. Und nochmal. Ich hab 3 Viers drauf. Was ist denn mit euch?
Jetzt bist du auch. Und dann noch in der Ecke. Jetzt will ich ins Nirvana geführt. Warte, ich schmeiß mal einen Pony an. Diese Drecksnager, echt. Jetzt musst du dich selber. Oh, ich freue mich schon wieder auf den. Warte mal, ich tue die desorientieren. Hand jo. Auflegen. Jo, passt. Gut. Also, ich hatte noch halbes Mana, aber. Puh. Ja, ich bin da noch weitergelaufen. So viele Nager willst du eigentlich nicht zusammenpullen. Aber ich wollte meine Standarte da hinten stellen, dass ich für alle EP krieg, bloß ich hatte gar keine ready, ja, also das war. Immer weiter. Okay. Hatte die neue Animation vom Red sieht auch geil aus. Aus dem Buch. Also deswegen macht man keine BC-Innis. Aber sind Dings viel besser? Red of the Lich King? Für... Weiß ich jetzt nicht. Angeblich ja. Mir wurde davor auch gesagt, Trainer scheiße, aber der eine ging ja extrem schnell. Also Bollwerk fand ich halt schon nicht schlecht. Also wir können danach auch Dings queuen, wenn ja, ihr meint, dass. Ich auch. Also ich finde jetzt Wortel und Dings nimmt sich jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein. Den müsste man auch nicht machen, aber wir haben eine Quest dafür, also einmal würde ich es mal machen. Die 31k lohnt sich das. Ja, stimmt, ja richtig, ja, die Quest bringt richtig gut was. Das sind halt 30 Ads, was wir da durchsparen. Aber ich glaube schon, dass das so ist, wie ich denke, ne? Weil die, ich habe ja vorher zusammengerechnet. Weil die Ads haben hier im Schnitt gerade mehr Leben. Also dass es an den Leben von den Bossen dann abhängt. Aber die, die anderen hatten 40.000, obwohl ich das gleiche Level hatte. Na gut, das kann natürlich vielleicht auch ein Faktor sein, aber zufällig kommst du genau auf, oder fast auf den Wert mit 4 Quests 17k oder, ne? Also du kommst da relativ genau wieder auf die 70k, die wir mal anderen auch hatten. Wahrscheinlich sollen die Quests einen bestimmten Prozentsatz von einem Level bringen, dass es irgendwie so gerechnet ist. Und umso mehr Quests du hast, umso weniger bringt halt eine, was halt dann, ja. Ja, aber der Boss hier hat ja jetzt das Doppelte an Leben zu den anderen. Ich glaube, dass es dann doppelt oder so viel XP gibt. Schon wieder du. Warum Mensch. Immer ich? Spiel kein Parler. What the fuck? Der Boss redet richtig, jetzt müsst ihr mal umhauen. Der Enrage wahrscheinlich. Ja, Raserei oder so. Immer ich halte doch Schuss. Kann nicht retzen, aber wir können dich porten, wenn du aufstehst. Wir haben doch einen Retzer. Was für Stimme? Der Heiler lebt doch. Was erzählst du? Nicht, dass er jetzt hier release, weißt du, wie lange das dauert, bis mir hierher läuft? Der ja, Innie willst du halt nicht wipen, das ist halt der größte Dreck. Wir haben jetzt noch den nächsten Portal. 3 Leute reichen da, ja. Sagen wir. Ja, ja, gut, das könnte man machen. Oh, eine Freiheit immer. Hast du, nee, der hat doch nicht released, wir haben ihn geretzt, passt alles gut, brauchen kein Portal. Ich will schauen, ob ich die allein jetzt machen kann. So wie in der Patch Notes stand. Ich weiß nicht, was du da für Patch Notes gelesen hast, aber ich glaube, du castest da morgen. Du castest da morgen noch, wenn jetzt einer draufklickt. Ja, die 120 Sekunden müssen wir schnell warten. Wir müssen warten. Also, sieht glaube ich morgen, ziemlich schlecht aus. Gleich noch mal. Morgen wird doch Allianz rausgepatcht, wir müssen nur warten. Wahrscheinlich. Ach, ey. Und dann kommt die Lichtschwerter und Star Wars rein. Als Schwerter. Du hast schon Lichtschwert, kannst du hier. Kannst du hier transmog. Du bist ein richtiges, das auch. So und so Geräusche so. Macht, oder? Ja, wenn du auf den Mob drauf hast, dass er einfach so in zwei fällt. Ja. Ah, ich glaube, da musst du noch ein bisschen drauf warten. Oh. Ja. Aber du kriegst doch von Gnome Startgebiet bekommst schon ein richtiges Lichtschwert. Mhm, ja, genau. Geholt, aber schaut komisch aus. Es gibt irgendwie so ein rotes und ein blaues, ne? Rotes Sith und blaues Jedi. Wo ist grün? Der grün ist Yoda. Das gibt's nicht, oder? Das geht so okay, gibt's nicht. Mal gucken, oder auch Heller gibt's auch nicht. Es gibt keine farbigen Elfen. Hab ich den Boss nicht geloot? Ah, ne, warte, doch, den hab ich. Warte mal. Was brauche ich denn jetzt? Ach doch, den einen Mob, der ist da oben, okay, ja. Wollte gerade sagen. Ein rotes Lichtschwert. Geht hier doch noch. Also ich leck gerade echt ein bisschen hart. Cool zu wissen. Na, du bist außerhalb des Sichtfeldes. Ja, laufen wir hier ran. Ja. Ich hab ein GS. Wir dürfen die Krabben nicht pullen. Die werden wir pullen, oder? Nee, werden wir nicht. Okay, passt. Die dürfen nämlich jetzt nicht adden, weil die sind ein bisschen ätzend, die Krabben. Ah, der Hexer muss nur hinten stehen bleiben, dann passt das schon. Ja, ist auch schon wieder weg. Ja, aber es ist wieder nicht. Die hat dich selbst erwischt. Zurück. Immer unser Hexenmeister. Ich bin irgendwie mega langsam, wieder sobald ich an. Schau ja. Doch. Muss halt gleich mal mitlaufen, das weiß ich nicht. Die slow mich halt und sie sind scheiße. Kein Mana. Was sind du da eigentlich für Kackmobs eigentlich nur an die Hacken? Was sind die her? Das sind eigentlich neutrale Mobs. Weiß ich nicht, die. Ich seh's, diese gelb. Ja, die. Weiß ich nicht, die musst du eigentlich anhitten, dass du sie rausholst. Hast du die angehittet oder was? Ich hab sie eigentlich nicht erwischt. Okay.
Eigentlich, ne? Eigentlich. Mach das mal. Kannst du einen neuen Brunnen stellen? Ja, von was wurde ich jetzt attackt? Okay. Weg einfach durch, die Mobs machen jetzt nicht so viel. Ah, Mann, steht hier oben. Die Naga kommen. Die Naga ja, kommt. Ich sehe sie. Da das kommt da. Schild drauf. Okay, jetzt musst du dann doch mitteilen mit den Nagern. Ist jetzt mein neues Standard. Ja, zum Beispiel sowas immer ganz gut. Oh. Ich hab einen Deserteurs. Ne, einen Inaktiv-Buff habe ich bekommen. Jetzt muss ich ein bisschen was machen. Was soll denn das hier? Wenn die Leute, die mich flecken hier. Das ist eigentlich schon das neue Rätselmount fertig. Vom Secret Discord. Nee, also ich habe heute auf. Wer hat irgendwas gesehen, dass sie ein paar Sachen schon rausgefunden haben, aber fertig sind sie, glaube ich, noch nicht. Nee. Ja, weil sie sind rausgefunden, dass irgendwas dann zum Monokel brauchst und dann in Surama irgendwie hinstellen musst. Okay. Ja, ja, die haben heute so Dings da gefunden. Mit so einem Hunter, dass da so eine Qualle ist und da braucht man wohl 5 Spieler, die sich so rumstellen müssen und in so eine Rune rein. Frag mich, wie die das mal rausfinden, so ein Zeug. Was? Ich hab kein Ahnung. Im Spiel war es auf jeden Fall Patchnotes lesen und die ganzen Daten analysieren da. Da steht es ja alles drin. Und die einigen nicht, und die meisten meinen schon, dass das jetzt schon das Ende ist. Aber ja, weil irgendwie vorhin in Xiaomi-Stream da irgendwas gesagt, dass jetzt vorbei ist, dann wenn du die. Okay. Ja, gut, warum? Müsste aus dem Breath rausgehen, der visiert einen an und dann müsste da weggehen von. Oder der eine muss von der Gruppe weggehen. Das ja, Breath hier richtig rein. Boss-Taktik von PC. Na, ich hab Bubble gezogen. Pass. Ja. Na, kein Mana ist da. Jetzt du hast nie Mana. Könntest du den einen Battle Redsen vielleicht? Nee, oder ist hat der cool ist noch Cooldown? Nein, ah, gut. Paladin hat kein Battle Reds. Ich hab nicht mal selber. Das kann der Hexer mittlerweile. Dann mal halt alle den das Dings kann drauf. Er. Wenn er kein Movement gespielt hat, heil kann er sich. User disconnected from the jetzt müsste wieder der eine raus. Das Pet wird anvisiert. Ja, dann einfach weg von dem Pet. Das ist eigentlich perfekt, dann kriegt keiner Schaden, wenn alle weglaufen. Ja, außer oder man bleibt. Ja, dass ich anvisiert wurde, weil der mich anschaut. Nee, der hat das Pet anvisiert. Ja, das habe ich danach auch gemerkt, dass der vor ihm steht. Ja, ich retz den Parler. Einfach raus und wieder reinporten, dann können wir die Quest abgeben. Müssen wir uns aufheben. Danke. Ja. Ah, shit, ich port mich raus und stehen 10.000 Mobs drin. Ich habe mich natürlich hier wieder perfekt an den Mobs ausgelockt. Können wir uns nicht rausporten? Ja, weil irgendwer. Wir können sie mal. Ja, müsst ihr warten. Ich war halt genau in Mobs dran geschnitten. Seit jetzt könnt ihr nicht rausporten oder wie, wenn welchen kommt. Ja, ich lass mir mal Zeit, ne? Nicht während des Kampfes aus dem Dungeon teleportieren. Ihr könnt ja euch zurücklaufen hier. Boah. Als Hexer. Yay. Mit Paladin, ich roll mit dem Rollstuhl hin drin. In 2 Stunden komm ich da. Ich hab noch mehr geedit. Das ist doch krass. Also ich, an eurer Stelle würde ich mal anfangen zu laufen, ne? Machen wir schon. Bärtchen. Danach können wir ja dann mal Dings anmelden, mal Wottel und mal gucken, ob das wirklich schneller ist. Okay, jetzt könnt ihr wieder. Jo. Ja. Endlich. Also das wusste ich jetzt nicht, wenn ich draußen im Kampf bin, dass ihr das dann nicht machen könnt, das ist komisch, das wusste ich nicht. Ja, zweimal für zum ersten Mal, aber scheint so zu. Also wenn, klar, wenn innen drin Bosskampf ist, kannst du dich nicht reinporten. Komisch. Ja, dann melden wir doch jetzt mal Wottel an, oder? Red of the Lich King. Pro. Yeah. Pro in die 2, Pro Quest. Erstmal 90 KXP abholen. Easy. Ja, ich hab nur 23.000 pro Quest. Das war schon wieder ein halbes Level jetzt. Wieder so schnell. Oh nein! Oh, nee. Weißt du? Wieso haben wir jetzt Lich King angemeldet? Weil Hannes das gesagt hat. Hannes ist ein Gimp. Jetzt hocken wir in dem Drecksloch fest. Mann, hier. Egal, dann mach dir mal die Ads und ich geh so lange AFK. Nee, du kannst hier ruhig mitmachen mit dem Scheiß. Von mich, muss weg. Es ist halt der letzte Laden hier. Noch vor einmal müssen alle weg. Wollte vorne sagen, lass lieber BC weg. Moment, ich steh nur noch so der Tillater. Macht alles.
Ich hasse diesen Aber Laden an sich echt. ist der ja nicht schwer, also Nee, man aber kann halt es. chillen die ganze Zeit, aber es Du dauert kannst halt halt so nichts lang. beschleunigen, das ist halt der Kack an dem Laden. Man sollte am Anfang so einen Buff haben, wo doppelt so schnell oder dreimal so schnell. Ja, das wäre ganz cool. Muss man halt zum Teil doppelt Und das erst dann halt. machen, aber das ist ja wurscht. Und das halt mit der Rede kannst, dass instant das neue Portal aufgeht oder so. Da brauche Nicht ich halt dann schlecht. 2 Jahre, bis das nächste kommt. Oder die hat einfach 200k Leben und wir müssen die schnell wegbauen. Hey, grüß dich. Aber doch, das hat sich gelohnt, das zu listen. Warum? Ja, weiß ich nicht, das ist das Problem. Aber gut, ich glaube, meine Theorie kannst du vergessen, weil hier gibt's auch nur 17k und es gibt nur eine Quest, ne? Aber hier haben die Ads dann auch wieder weniger. Du, keine Ahnung, was. Mal Ja, schauen, gut. was die Bosse hier dann haben mein Leben. Was sind das Weiß auch nicht. Ich 68 mag Tage? eigentlich auch Burning Crusade Indies, die finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Genieß es, solange du noch kannst. Bis die Wald ist im Levelbereich. Ja gut, sobald man halt dann Cutter bzw. MOP, Weiß gar nicht, was besser ist, MOP oder Der Cutter, das bleibt Trainer sie war doch eng. das, wo man 100 bis 200k XP pro World Quest kriegt. Nee, so viel hast du nicht gekriegt, Ja, aber 100k glaube ich waren es. ja. Obwohl jetzt mit Aber dem jetzt War mit Mode, World Map boah, kommt das schon hin. Und XP und mit dem sowas War noch. Mode 30%, dann müsste es eigentlich gut abgehen. Dann, boah, Dreda müsste ja richtig Und jetzt Legion dann letztlich. auch wieder diese Ja, beim Dinger. Also Legion ich. ging es auch schon vor dem Patch. Da hast Also du ich 100. bekomme Dings da in Draenor mit War Mode, aber ohne Account Gear für einen Bonus hier 123.000. Das Was ist kriegen wir krass. mit Account Gear nochmal Also 20 ohne Punkte? Account Gear, ne? Aber mit diesen 20% Level-Trank aus Organisation. Aber ohne Okay. Account Gear. Was ich für eine Grafikkarte habe, die GeForce GTX 1080. Ich weiß es zufällig jetzt, wie sie genau ist, weil ich vorhin erst Hast du nach. vorgesagt? Genau. Dachte mir auch gerade ums Nochmal. Lol. Weil vorher einer wegen den Grafikeinstellungen was gefragt hat und da die Grafikkarte dann schon. Deswegen wusste ich es jetzt. Jetzt komme ich sogar einigermaßen kompetent rüber. Ach ja. Wir haben schon 4 von 18. Ja, Jetzt geht's das ist los. ein Jetzt geht's los. Drecksladen. Aber du kannst halt hier nicht umqueuen, ne? Du musst halt blöderweise Shit An machen. sich ist es ja nicht schlimm. Auch wenn jetzt Nee, nach Ad das klappt, dann schafft man es das. bremst dich halt ein bisschen aus, ne? Ja. Das sind halt 2 Minuten länger und deutlich weniger XP. Aber warte mal, hier könnte ich mal. Warte mal, hier könnte ich meine Flagge halt echt. Einmal, warte. In die Mitte stellen Einmal in die und. Mitte stellen, die müsste eigentlich die komplette Ini heben. Boah, vielleicht ist das doch der neue XP-Spot. Ey gut, die So die 15%. Warte mal, wenn ich Freihand jetzt einmal hier an den doppelt Rand XP laufe, kriegen. ich müsste eigentlich überall in der Dings. Ja. Ich teste das jetzt mal. Hier in der Mitte müsste ich eigentlich überall den Buff haben. Ihr macht mal das Portal, ich muss mal schnell was testen. Ja, also das reicht hier. Du hast überall den Buff, wenn du ihn da hinstellst. Lass danach wieder mit den PC-Indies weitermachen. Da hast du schon allein vom Trash da 30, 40k XP bekommen. Mindestens. Ja gut, jetzt so viel weniger bringen die auch nicht, ne? Also die bringen jetzt hier auch Ja, die 2k Menge pro. ist Bei weitem nicht weniger so und viel, ja, aber. natürlich, die eine Ini ist halt scheiße. Das ist halt die Zonk-Ini, aber ich weiß noch nicht, wie es mit den anderen Inis aussieht. Ob die dann nicht Bitte, besser wenn sind. dieses Unterwasserzeugs und so weiter kommt. Das ist aber. Das sind auch gut Zeit. Das ist aber Ding hier. Das ist die andere in Vashir. Die Instanz, die ist Cutter. Die ist hier nicht im Wattel. Läuft das Viechchen? Es beschwört den Boss jetzt. Außer Stunde ist nicht Also er okay. ist immun. Oder Ein ein paar Mobs? Cutter, Boss. oder Paar ein Mobs? Cutter Boss. Vortex Gipfel kann ich mal auch nicht bekommen. Aber es halt möglichst die zügigen Inis haben. Welches Level ich jetzt bin? 75. 75, ja. Wieder 2 Level. Mit 73 hab ich das angefangen, ne? Ja. Fängst du eigentlich auf vorne dann an, direkt danach, oder? Ja, sobald ich mit dem fertig bin. Ich werde halt jetzt morgen auch nochmal leveln, ne? Ich mache jetzt nicht mehr jeden Samstag, sondern weil Also jetzt habe ich machst du ja es doch Urlaub. morgen auch. Jetzt. Ja, morgen werde ich leveln und wahrscheinlich am Montag auch und Wann ja. fängst du denn morgen an, dass ich mich da gleich mal mitmelde? Wahrscheinlich Weil wieder der Chow muss abends. endlich oben sein. Wieder abends.
Davor werde ich wieder wahrscheinlich mit 1, 2 Twinks Mountrun machen, dann wieder leveln quasi so im Ding. Ja, ich komme dann später für, also wenn er dann irgendwann 100 seid, 101 so. Also kann er dann immer gerne einsteigen, ne? Genau. Ja, oder würde ich mit dem Hexer oder Krieger oder Demon Hunter mitkommen? Und ich bin halt quasi schon am Pre-Stacken beim Monk, ne? Ich habe mir ja vorhin gerade den dritten Buff abgeholt. Jetzt hat er schon 3 Stunden den 50% Buff und den stacke ich mir hoch. Dann kann ich nämlich mit dem Monk richtig Oder kannst du durchziehen. den mit Level 20? Ja, ich hab mir den quasi gestern erstellt, den Monk, ne? Und habe mir direkt angefangen, die Buffs zu holen. Und mit Level 20, also kriegst du ja alle 10 Level, kannst dir einen Buff holen und jeden Tag kannst du dir quasi einen holen. Dann habe ich mir gestern den von Stufe 20 geholt. Und quasi von dem Tag und heute schon wieder. Jetzt habe ich schon 3 Stunden. Wenn ich morgen hole, dann habe ich 4 Stunden, übermorgen 5 Stunden. Und ja, jetzt werde ich mir Hast die du es ganze raus, Woche. um den Bereich rauszukommen? Oder geht der dann nicht weg, wenn du 30 bist? Nee, der geht nicht weg. Der. Nee, der bleibt, Okay. aber irgendwie ab Mitte 80 oder so bringt er keine EP mehr, nur, sondern Vielseitigkeit oder so. Ja, das wird dann halt. Es wird erst weniger. Ich glaube, Wo ab kriege ich den 80. oder wo kann ich mich da hinstellen? N nur als Monk kannst du den holen. Ja, das weiß ich aber. Du musst Ja, halt auch wenn in du den diesem. Ja, musst dich halt wegporten mit dieser Zen-Meditation in diesen Tempel und im Tempel kannst du den quasi mal holen. Okay. Schaue ich nachher mal, dass ich den auch zumindest mal mitnehme. Ja, also, Auch steckt ja fast deswegen, rum. wenn man vorhat, irgendwann mal einen Monk hochzuspielen, einfach erstellen und das dauert eine Minute, diesen Buff zu holen. Ja? Du musst ja einen Mob nur umhauen, der direkt an dem Tempel steht. Einfach das vorstacken, das kannst du, weiß ich nicht, wo das Cap ist. Ich habe ihn mal auf 8 oder so gestackt gehabt, sogar auf 8 Stunden. Aber der geht auch nicht weg, wenn du stirbst oder so, den kannst du einfach hochstacken. Und dann kannst du halt Muss es ja durchgehend mit dem richtig. Buff. Ja, dann ich krieg halt, hab dann quasi die Heirloom-Gear, ne? Mit 55%. Dann nochmal dadurch 50%. Dann hole ich mir vielleicht noch diesen Trank auch noch. Hat keiner gesehen. Also. Ist jemand Leben gesprungen? Was hat sich der Hexer verlaufen? Nein, diesmal nicht, aber einer ist von mir gegen die Wand gesprungen. Aber ich bin knapp daneben dann auch hingesprungen. Hat keiner gesehen. Hat keiner auf Band. Ja, genau, das ist diese Doch. Zen-Meditation. Ja, und also Nee, deswegen. hat man glaube ich nicht im Stream gesehen. Nö. Deswegen kann man das Monk halt relativ gut pre-stacken und dann kannst du halt mit dem komplett durchziehen, ne? Gut zu Genau. wissen. Ja, und das will ich halt mit meinem Monk machen. Also den Monk will ich richtig zügig hochspielen. Mal gucken. Vielleicht sogar in Zack. einem Abend mal. Zwei Episoden, zack, 120. Wahrscheinlich, ja. So schnell auch nicht. Ja, aber das dürfte dann halt Aber nochmal. mit dem Normals und so geht zumindest der Dungeons dann zum Mischen. Also keine Dungeons, sondern Storymäßig. Ich weiß es halt nicht. Gut, wenn. Nee, der Hortler ist ja ein Hortler, also der kriegt keine 30%, nur 10, Das ne? ist weg. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, da sind Instanzen vielleicht doch sogar schneller. Aber wie ist das Pushen? Würde 30, dann nochmal 50, dann dein Ja, gut, dann XP erfahre ich schnell langt auf dann. Allianz Low War Mode und rein. Das muss ja richtig hardcore reinhauen. Dann auch eben Allianz Low War Mode anmachen. Vor allem mit Experience und so sind jetzt halt über 120%, was du oben drauf kriegst noch. Ja, klar. Es war damals noch schön, wo du noch Werb deinen Freund hattest, ne? Und das alles dann nochmal skaliert ist miteinander. Es geht ja immer noch, da kannst du zumindest Level schenken, aber dann geht halt deine Rüstung da weg, die du kriegst. Als Eisenzwerg jetzt. Ich habe letztens einen Mount Achievement Run gemacht in Ulduar, auch mit Leuten aus dem Stream, ne? Für die Achievements. Ich mache das halt immer dann, wenn irgendwas Aktuelles dran ist, aber jetzt irgendwelche alten Sachen laufe ich nicht, ne? Weil ich habe selber jetzt noch so einen Haufen Sachen genug zu tun, ne? Deswegen. Aber jetzt laufen wir gerade mit Leuten aus dem Gym im Leveln wir gerade, ne? Das ist jetzt das, was ich immer samstags eigentlich mache. Beziehungsweise jetzt halt öfter, wenn. Weil ich halt Urlaub habe, ne? Jetzt habe ich halt mehr Zeit. Ich Was drück kommt der den ersten Straßen Knopf macht? hier vorne. Äh, Der Knopf. hier. Ach, willst du für den Boss den Knopf drücken? Hey, ja, muss, die sind doch dafür da. Dass wenn der sein. Jetzt drücke ich einen Knopf und dann sind alle Elementare tot. Man kann das hier machen, Oder aber nicht? die Doch. kann man halt auch für den Trash einfach nehmen. Gut zu wissen, dass das was funktioniert. Also, Ich dachte, das wäre bloß Deko. Nee, nein, dafür hä, ist das das benutzt eigentlich du da. eigentlich, das benutzt du halt eigentlich für den Trash, weil du hast ja auch immer andere Boss, also die kannst du einfach runterhauen. Aber du kannst auch was mit dem Ding machen, müssen wir uns halt nicht bewegen, ne? Die haben ja, schau mal, die Mobs haben 600 Life, ne, diesen One-Shot. Also ich habe das noch nie hier für die benutzt, aber.
Weil dieses Laserzeug haut gut Schaden raus, ne? Also damit kannst du eigentlich die ganzen Trash-Mob-Packs ausskippen. Vor allem die letzten machst du meistens damit. Weil die haben ja, also die haben ja echt kein Life hier. Das ist ja... Aber kann sein, dass der Boss am seltensten kommt von alle sechs? Oder? Die da sind? Weil, die werden halt alle gleich oft kommen, ne? Also das ja, kann weil, ich jetzt nicht sagen. Es gibt ja so ein Achievement, wo du alle sechs einmal töten musst. Dann auf den roten Proto 3. Da habe ich einfach 5 Monate braucht, jeden Tag rein, bis der scheiß Mob da kommt. Ist heroisch. Okay. Aber das Achievement war ja Ding, in nicht hier in Wortel, sondern in Dings, oder? In, doch in Wortel da abgeriegelt wurde, alle 6 Bosse auf HC einmal töten muss. Okay, aber, aber dann gab es das gleiche Achievement auch nochmal im... Ja, das... Siehst du, der Nuts den halt stehen. Mit viel Life halt um, dieser Laser. Das geht ja. Wirklich gut. Random Drop. Dafür macht man es halt eigentlich auch. Weil diese kleinen Elementare, ich habe es gesehen, die haben 600 Life, das ist halt, muss eh warten, bis der wieder beschwört wird. Aber hier kannst du halt, ich weiß nicht, ich glaube 4 Dinge hast du, kannst du halt 4 komplette Portale einfach mit weglasern. Muss halt einfach gar nichts machen. Und wenn du zum Beispiel zu langsam bist und mehrere Portale gleichzeitig offen sind, lasert es halt auch alles gleichzeitig weg. Siehst du, ein Life nur, dann ist er tot. 30k Leben, das waren 30k Crit von dem Ding. Ja, also das, dafür nutzt man es halt eigentlich, ja. Gibt es eins oder siehst du bloß gerade nicht? Ich glaube, wir haben das gibt's halt auch in der Legion-Variante, ne? Also dieses Laser-Ding. Ja, mit grünen Torte war das. Wegen, aber. Da kenn ich's. Ich könnte hier mal einen Seelenbrunnen hinstellen, das dauert eh noch. Ja, also hier ist es mit dem Seelenbrunnen doch gar nicht so verkehrt. Naja, die hier nicht gut, hier habe ich keine Mana-Probleme. Wow. Ja, du kannst ja nicht. Du kannst ja einfach nicht viel zusammenpullen, ne? Das ist halt. Hier ist ja nicht viel unterwegs. Noch ein Ad, wir warten. Ne, ich bin bei 100% Mana. Jetzt mach mal Damage. Ja, einfach ein bisschen mit drauf damagen. Wir haben Tentakel. Zimmer zum Glück gleich durch. So ein scheiß Inni. Ach, dauert das lang, das ist ein. Es ist ein Drecksladen hier. Hier bei den mehreren Mobs klieft die auf der Mainhand. Warte mal, ich glaube, ich habe mal eine drauf gemacht, oder? Du hast sie reingemacht, ja. Ja, genau, stimmt, ich hatte sie mal drauf gepasst. Die Damage schon rausmacht. Es war auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Mhm. Die Elementarkraft, ja, 5% Damage macht es im Moment aus. Da habe ich haben. Die damals empfohlen. Ich habe sie zweimal drauf. Ja, stimmt, ja. Haben oder nicht haben. Man kann natürlich das restliche Gear auch noch verzetten, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Könnte man basteln. Waffe ist sicher das, was am meisten bringt. Vielleicht kommt der Endboss hier. Ja, sind wir durch aus dem Laden. 20 Minuten oder wie lange sind wir hier dran? Ah, du, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall. Stunden. Nee, wir sind. Das Ding ist immer eine Viertelstunde. Wir sind jetzt fast eine Viertelstunde hier drin in der Inni. Okay, dann geht's dann sogar. In einer Minute, sein. Also ziemlich. Ja, du kannst halt durch andere Innis kannst du halt schneller durch sein, ne? Und kriegst halt auch mehr EP. Weil ich kannst halt auch keine Mobs zusammenziehen. Du kannst den Laden hier nicht wirklich beschleunigen. Das macht's halt ein bisschen ätzend. So viel länger als andere Innis dauert er gar nicht, ja. Aber es ist halt. Er war halt bei weitem weniger EP. Ja, das auf jeden Fall. Du hast halt, sonst pullst du halt 5 Gruppen zusammen und er ist sie halt weg, ne? Oder versehentlich, wenn der Hexer alles macht. Naja. So ganz versehentlich. Ganz versehentlich. Wo zufällig auch Standarte daneben steht. Warte mal, meine Standarte ist immer noch drauf, ne? Also hier. Mhm. Die hält echt lang, warte mal. Wie lange hält denn die? 15 Minuten, ja okay, dann müsst ihr jetzt gleich auslaufen. Steht das irgendwo drauf? Ne, ich sehe jetzt nicht. Ja, aber hier führen sie, die müsste gleich weg sein, ja. Schauen wir mal. Ah ne, ich hab die ja nicht ganz am Anfang von der Inni gestellt, ja, sondern. Ja, schon ein paar Portale. In Mitte war das doch. Ja, stimmt, da war ja was. Die eine Nexus-Inni mit den Drachen. Doch, die Drachen-Inni, die ist eigentlich easy. Das ist gar nicht so der Stress. Geht, wo man rumfliegen kann und so. Ja, das ist eigentlich das ist ziemlich easy. Wenn du ein paar Leute hast, die das blicken, ne? Ist ja bloß schwierig, wenn du Leute hast, die das nicht blicken, was sie machen müssen. Ich würde sagen. Die einfach doof sind. Ja, jetzt nochmal ein Level-Up hier.
Dürfen wir bloß nicht nochmal hier reinkommen? Ich glaube, du wirst vor uns alle 70. Ich glaube, hier waren wir schon mal drin, oder? Hier waren wir schon mal drin, ja. Leider. Ach, ich nicht. Aha. Aber die eine, also ich habe die eine Quest immer noch offen, aber die machst du nicht, weil du am Ende so lange rumstehst. Einfach die ganze Bagage mitziehen. Noch eine? Ja, komm, eine packen wir noch und dann müssen wir aber mal. Da ist noch eine Quest. Komm mal ran hier. Bist du noch am Questern? Dann noch die Hand auflegen. Wie kann ich Talente wechseln? Ah, jetzt kann ich Talente wechseln. Weißt du, ich pull den ganzen Laden zusammen. Ja, lass erstmal Quest annehmen. Wie kann ich denn Talente wechseln? Ja, weiß nicht, wie kämpft ihr mal mit hier. Jetzt habe ich das schnelle Laufen. Jetzt konnte ich nämlich gerade irgendwie Talente wechseln vorne. Mobs sind alle hier schon, alle CDs raus, ne? Wir haben es überleben und da kommen zwei erstmal erst reingelaufen. Ich schon oben und jetzt, oh, ich kann schnell laufen. Ich kann schnell laufen und viele Leben dabei, yeah. Naja, du kannst ja wieder bekommen durch Seelendieb da. Oder durch unseren Heiler. Nee. Eieieiei. Wow. Diese Diskriminierung gegen die Hexer. Lass die erstmal hier killen und dann laufen wir da rein. Der nächste Raum wird nämlich lustig. Ich habe kein Ziel. Du Gammler, du musst das Zeug auch wieder ausmachen. Ich war's. Du bist ja auch nice, ne? Mach den Flammenschild an und bleib stehen und tickt sich einfach nur runter. Ja. Weißt du, das sind immer so Leute. Durch die man, wo man schneller durch die Innis drin wäre, wenn man einfach nur zu viert wäre, anstatt zu fünft. Wow. Das sind genau diese Leute, wo du denkst, danke. Ja. Oh, lol. Ja, die hauen richtig rein, hab ich ja gesagt. Ah. Da brauchst du alles. Ja, ich hätte vielleicht gleich bubbeln sollen. Ich dachte, vielleicht bubbelst du ein bisschen später, dass die Leute nicht verrecken. Die grünen Viecher zerlegen ja eh alles. Ah. Irgendwie sobald der einmal kotzen ist vorbei. Oh. Ja, du kannst es eigentlich schon machen. Müssen halt auch Mars-CC-Effekte kommen. Vom Hexer wäre der Mars dann zum Beispiel jetzt gut gewesen. Ach komm. Also sowas bitte auch einsetzen, dann kommen wir halt einfach schneller durch die Innis durch. Mach ich den jetzt doch mal, oder? Sowas, ja. Das macht halt viel aus, wenn alle Mobs einfach mal rausgenommen sind. Alternativ kannst du die halt immer rauspullen hier, aber es dauert dann halt ewig, ne, wenn du die schnell wegleaven kannst. So viel Life haben die gar nicht, aber die hauen halt richtig raus, die Viecher. Draktron. Ich weiß nicht, ich glaube, ich queue danach wieder BC-Innis. Mhm. Ich finde die Wortel-Innis jetzt nicht so viel besser, muss ich gestehen. Ich drücke auf dieses Ausmachen, dann geht's aber nicht aus, was ist das? Ja. Ich glaube, du hättest das nicht umskillen sollen, hä? Huh? Das muss man auch beherrschen. Wow. Ja, das ist nichts für so Wannabes, das ist schon für die richtige Hexe. Ich habe Hexer sogar auf mein Keybind gemacht, wo ich immer diese Speed-Sex drauf habe. Und dann drücke ich da drauf und es aktiviert nicht, deaktiviert nicht. Okay. Nee, Space, ich bin gerade hier noch unterwegs, ne? In Dungeons. Und war das ein Talent oder wie? Mhm. Das ist halt gute Energie, ja. Sorry. Also, wenn man da jetzt mal nicht ausmacht, dann ist man schon mal ziemlich an Tod dran. Da reicht ja, gut, ein Set, um dich zu klatschen. Ja, das tickt dich halt auf quasi 1% live und dann, wenn dich halt irgendwas erwischt, bist du tot. Killen kann dich die Fähigkeit an sich nicht, ne? Aber wenn du halt ganz low bist, dann war es das halt auch mal schnell. Ist dies, ja, die eine Spinne durchgekommen. Droppen halt einfach die ganze Zeit. Naja, die eine ist jetzt durchgekommen.
ganzen kleinen Spinnen raus. Achso, warte mal, ich wollte ja wieder eine Standarte stellen. Gleich im Mana-Rang. Noch kein AOE-Ding. Hat er denn der Siegel wieder gesetzt auf den Heiler? Hat der. Na doch, der hat so einen Mana-Siegel sogar tatsächlich. Nicht schlecht. Also mal gucken, ob ich wieder ein bisschen. Ah ne, das ist die Hose, ne? Schau mal, die ist sogar höher als mein Hellum-Gear. Ja, krass. Naja, muss erstmal Mana. Ne, wir sind jetzt schon. Achso, hockst du schon, oder? Oh, ne. Ja, reg einfach durch, hier kommt ja erstmal nix. Stimmt, hier müssen wir eh nur die jetzt klatschen. Ja, ihr könnt die jetzt machen. Ich sterbe so schnell durch mein Pad, dass mein Schattenblitz nicht durchkommt. Durch den Pfeiler davon. Oh ja. Nein, wahrscheinlich ist es nur das Pad, ja. Was das Pad macht, jetzt ist auf jeden Fall wieder da. Das war gestorben. Ich weiß nicht, so ein Asjolner Rub wäre halt natürlich auch was Schönes, ne? Das geht halt auch zügig. Wenn du da reinkommst, aber muss halt Luck haben. Das geht glaube ich ähnlich schnell wie Bollwerk. Moment, dreh rum. Denk mal, hier werde ich auf jeden Fall noch auf 77 kommen. Jetzt ist die Frage, ob du mit Dings noch. Achso, ob du mit 80 dann hier noch in die Dings-Inis reinkommst oder dann schon nicht mehr. Kannst du auf jeden Fall nicht mehr mit uns listen. Ja gut, ihr werdet eh ein bisschen früher, ne? Gut, du bist 78, ne? Ich meine nicht 78, ja. 74, 3. Hä, warum bin ich denn. Warum hab ich denn mehr EP gekriegt als ihr? Ich habe mit 65. Ja, weil du den Ring hast. Ja, aber das macht doch nicht. Ich war doch ein Level unter euch. Ich war 65, ja, du hast erst den Dummy-Mond-Buff die ganze Zeit mit. Nee, aber auch vorhin weiß ich den. Hä, das gibt's doch. Vorhin war ich 73 und du warst 74 und jetzt bin ich 76 und hä? Du bist immer noch hä? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das sein? Zieh ich mir einfach eiskalt ab. Warum aber das gut, die 5% von dem Ring können doch nicht ausmachen, dass ich jetzt auf einmal überholt habe und sogar über dir bin. Also das kann nicht sein. Ich mach sogar eine ganze Quests, wenn Pause oder so ist. Ich glaube, ich habe zwei Quests abgegeben. Die einen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich noch nicht mal abgegeben. Da habe ich ein paar Mobs nur draußen umgeklopft. Irgendwie komisch. Was nicht, er war auf jeden Fall über dir. Ja genau, und jetzt bin ich nämlich ein Level über ihn. Einfach höher. Er hat doch heute schon gelevelt. Ja, aber der war ja auch schon weg, als ich geguckt hatte, ne? Nach der ersten Episode hatte ich keinen Erholt-Buff mehr und ich hatte auch meinen Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff nicht mehr. Und dann hatte ich ja geguckt, da war ich ja 73 gewesen. Der war 74. Du bist einfach ein Hacker. Das scheint so, aber du bist jetzt immer noch 74 oder hatte ich den falschen? Ja, ich bin später reingekommen, weißt du. Ich war, du warst 4 Level über mir. Naja, gut. Warte mal, den Dino brauchen wir gar nicht. Für die Quest? Oder ist gar nicht? Oh mein Gott, ich bin für die Quest. Jeder hat die Quest. Ach, ich bin ein Kacknoob. Ich hab meinen Stoff dann beim Irrschboss reinkriegen. Dein Stoff nicht. Wer braucht die Quest noch? Nee, okay, dann machen wir mit den Dino. Ich glaub, du brauchst die auch noch. Nö, ich hab die Quest hier. Nee, die brauchen alle außer Taylor. Ah, ich bin so ein fucking Newbie. Ich merkte schon. Ja, ich hab einen Stoff gedrückt. Die erste Woche WoW. Aber ich spiele schon seit 6 Jahren. Sind wir, wenn man diese ganzen Anfänge mitzieht, ne? Mann. Ja, hat's nicht leicht mit euch. So ein Dreck. Macht der nicht auch irgendwie krass Damage oder ist das nur mit random Gruppen, dass man hier immer stirbt? Der viert dich halt und dann hast du das Problem, dass du in alle Viecher reingeviert wirst und dann vibest du halt recht oft. Am besten so weit hinterziehen, wie es geht. Ja, jetzt. Oder? Nee, jetzt kommt der 4. Bubble kann ich ihn wegmachen mit Hand. Ja, ich auch. Und aber mit Segen des Schutzes können wir auch wegmachen.
Wenn du die Dinos hier am Anfang machst und den an den Rand ziehst, dann ist es eigentlich nicht der Stress. Dann ergibt halt auch so Blutungseffekt-Zeugen, dann verreckst du dann oftmals das Tank auch im 4. Der Heiler kann dich nicht heilen, kannst auch nichts machen, der verklopft dich dann auch noch. Richtiger. Ja gut, ich bin außerhalb der Map gebuggt. Ich fall runter. Auch. Lol. Stehe draußen schon. Warte, ein Hacker. Ich stecke jetzt auch hier irgendwie in dem Ding fest. Nee, ich warte, ich. Hand auflegen. Okay, ich bin jetzt irgendwie. Naja, ihr okay, jetzt bin ich warten. Rausgekommen. Ihr müsst auf mich warten, ich bin runter. Ich sprint nochmal kurz zurück zum Bus. Ja, ich lauf nochmal vom Anfang. Ey, warst du dich jetzt wiederbelebt oder wie? Warte, wir können Portal. Ja, ich bin auf Map gefallen. Okay. Ich wurde gefiert in der Ecke und dann bin ich einfach nur noch ins. Ja, nichts kommt hier gefallen. Einfach, kommt hier einfach hoch, die paar Mobs können wir ohne Heiler machen. Ja, wer war das? Runas oder? Ja. Der Heiler war das. Wir machen weiter da vorne. Ja, jetzt kommt ran hier. Auf geht's. Gibt keinen Grund, ja, da jetzt unten zu kommen. Ja, ich muss bloß noch mein Ding in das reinhängen. Oder? Wird nicht belohnt, wenn man sowas verkackt. Ja, da lachst du noch. Warte mal kurz. Schneller raus, als du gucken kannst. Haben wir die ganzen Mobs geerdet, das wollte ich eigentlich nicht. Hier steht ja noch die Standorte. Naja, oben könnte ich eigentlich auch nochmal eine stellen. Da hinten stelle ich dann nochmal, die müsste eigentlich bis zum Endboss dann gehen. Ist das der beide? Ja, wir spielen jetzt wieder mit zwei weniger, weil der eine Gammler hier seinen Stoff nicht reingebastelt hat. Lass mal schauen, dass wir möglichst am Rand bleiben, dann können wir die einen nämlich machen, ohne dass wir die anderen pullen, wenn ihr ganz hier oben am Rand bleibt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass mir der Hexer auf 120 jetzt schon nicht gefällt. Warum? Dieses ganze Gecaster und noch mehr Gecaster und. Du erstellst dir den Caster und dann regst du dich über das Gecaster auf. Nee, an sich geht es ja schon, weil er hat ja noch genug Wichtel, die nebenbei Damage fahren. Ja. Aber irgendwie. Irgendwie ist der. Zur Not spiel ich halt dann den Dot, der geht ja. Ja. Zu Dotten wegrennen. Das ungefähr. Gut, kann man natürlich machen. Dieses blödige Silence immer, ne? Das ist so nervig. Ach. Ja, wird man auf einmal abgemountet. Der Heiler ist ja schon fast da. Ist der jetzt immer noch nicht da? Ich dachte, der ist jetzt mittlerweile. Ach, das war der andere Parler, der. Der auch irgendwie verkackt. Nee. Läuft einfach mit hoch, die ziehen wir einfach zum Boss mit rein. Ja. Ja, verwandelt man sich doch, oder? So genau, du kriegst hier diese Special-Angriffe, dann machst du ein bisschen mehr Damage. Nice, nicht mal heilen. Okay, danach hast du immer diesen ewigen Monolog, ne? Aber wir können die Quest mal abgeben. Wir sind dann eh bei der Stunde etwa, dann können wir nochmal einen kurzen Break machen. Ja, genau. Denk mal, eine können wir doch noch machen. Ich bin dann auf jeden Fall 77, die drei Level. Mal gucken, können wir noch mal eine auf dem Bracket machen und danach. Na gut, das Spottteil ziehen wir jetzt nicht so gut. Ich hab's auch gezogen. Einfach alles hämmern, was geht, ne? Das letzte Ding macht den Damage. Also die erste Taste und die letzte Taste macht den Damage. Erstmal gleich die 2 gedrückt, sieht so toll aus. Ich will auch 2 drücken. 4. Ja, wobei da kann theoretisch jeder tanken, weil du ja so ein Knochenschild hast, ne? Mhm. Also das bleibt sich gleich. Da geht er down. Easy. Easy. Mann, mir fehlen 400, jetzt bin ich aber enttäuscht, es gab nicht mal ein Level Up. Mir fehlen 400 DP für Level Up. Du hast auch noch die Quest, oder nicht? Ja, die jetzt. Ja, die dauert halt jetzt irgendwie. Der labert halt jetzt hier 5 Stunden. Bis du dann fertig bist. Kommt der Lich King. Bring einfach runter, nimm dir einfach das Leben, alles gut.
Schubst die mal. Ja, genauso. Ja, das hat viel gebracht. Auf einmal fliegt er dann. Der ist dann nur noch so ein Platsch, dass er aufgeklatscht ist. Er macht da jetzt halt ewig seine Party, bis er fertig ist, ne? Und dann kannst du die Quest abgeben. Ja, gut, komm, das warten wir jetzt mal. Dieses eine Mal warten wir. Ich hab's letzte Mal schon nicht abgegeben hier. Hä? Hast du dann hier die ganze Geschichte um Lich King und so? Dass du die Quest nicht vorher abgeben kannst, ist halt echt nervig. Weil das ist schon gut gemacht, ne? Klar, aber wenn es halt. Das wahrscheinlich niemals anschauen. Der Lichtkönig schaut schon cool aus. Ja, definitiv. Vor allem das Schwert, das kann ich mir gleich mal abgeben. Lauf ich sogar als Hexenmeister mit dem Schwert rum. Kannst du ja sogar mit einem Hexenmeister Einhandschwert. Gut, das ist halt ein Zweihand, ne? Aber. Das müssten wir zwei. Weiß gar nicht, gibt es genau dieses Schwert oder schaut es dann besser aus? Es gibt so ein ähnliches, genau das Frostmann kriegst du nicht, Schattengraben kriegst du, Schwesterschwert kriegst du. Am Anfang war ja sogar mal geplant, dass du Frost von dem die Waffe bekommst, aber doch nicht. Tanzen war hier alle mit dem. Wo? Schaut der Troll ja noch hässlich aus. Ja, der ist jetzt halt aufgeladen hier mit Power, jetzt ein Power-Troll. Ich bin jetzt auch ein Troll, so, ich bin der Nächste, hau rein. ich glaube, dich empowerte hier nicht, der Lich King. Kein Bock drauf. Das passt sogar. Weißt du, stell ihn mal hinten an. Habe ich denn so einen Kack verseucht? Ja, ich habe eine Granate auf dich geworfen. Ach so. Dings da habe ich heute von Dings da von Dunkelkiste bekommen. Solchen Granate. Ja, deswegen tue ich das hier mal skippen, weil das dauert immer 5 Jahre. Ich stell noch einen Grill auf. Do it. Dings müsste fast ein bisschen lauter. Oh fuck, die Sounddinger, ne? Ist noch so ein hässlicher Troll. Aha. Siehst du, jetzt können wir die Quest abgeben. Deswegen skippe ich die immer. Das lohnt sich eigentlich nicht so lange, wie du da mal warten musst. Gut. Jo, dann sind wir durch. Stufe nochmal ab hier. Stufe 77. Noch mal vor. Ja, ihr müsst runterspringen jetzt noch. So, aber für die Folge soll es das gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Teller. Ciao.